Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im März. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Legalisierung von Cannabis. Und wir diskutieren über die Notwendigkeit des Petitionsrechts. Ist dieses denn noch zeitgemäß? Außerdem im Kontroversgespräch behandeln wir die Vor- und Nachteile der Abschaffung der Milchquote in Europa ab dem 1. April. Der Erwerb und Besitz von Cannabis ist laut § 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Deutschland verboten. Allein zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken dürfen geringe Mengen eingesetzt werden. Dadurch will man ein Abrutschen in den abhängigen Drogenkonsum verhindern. Doch jetzt will man sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene die Legalisierung von Cannabis erneut diskutieren. Wir brauchen ein neues Verfahren, wie wir mit den Cannabiskonsumenten umgehen können, wie wir sie behandeln können, wie wir Prävention machen können. Das können wir alles nicht, wenn es nicht legalisiert wird, wenn wir keine Zahlen haben, wenn wir wie bei Alkohol zum Beispiel keine Vorbeugung machen können. Wir haben keinen Jugendschutz in dem Bereich. Wir haben also praktisch nichts, womit wir da handeln können. Da halte ich gar nichts davon. Ich habe als in meiner früheren beruflichen Tätigkeit als Richter gesehen, was zum Teil Cannabis anrichten kann. Es ist eine Einstiegsdroge und insoweit bin ich gegen die Legalisierung von Cannabis. Aber wir sind dafür, dass eben im medizinischen Bereich bei schwierigen und bei Schmerzzuständen dann, wenn sie eben verordnet werden, als teilweise ja als letztmögliches Mittel dann aber dann zugelassen werden. Im Moment ist es ein sehr schwieriges Zulassungsverfahren und ich glaube, in dem Bereich macht es Sinn. Medizinische Zwecke mal ausgeklammert, muss man einfach sagen, haben die Grünen keine anderen Themen mehr. Für mich ist das wirklich ein Skandal, denn es ist doch jedem klardenkenden Mensch klar, dass das auch als Einstiegsdroge durchaus Verwendung findet und dass es auch schwere gesundheitliche Folgen haben kann. Deshalb lehne ich das ab, ganz klar. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Mit rund 2500 Petitionen richten sich Bayerns Bürger jährlich an die Staatsregierung. Petitionen sind Ausdruck direkter Mitbestimmung und Einmischung. Sie liefern oft auch Hinweise zu Missständen. Eine Anhörung sollte in diesem Monat klären, ob das bayerische Petitionswesen noch zeitgemäß ist oder ob die Bürger stärker eingebunden werden sollten. Also ich bin ein großer Anhänger des Petitionsrechts, weil die Bürgerinnen und Bürger sollen auf relativ einfache Art die Möglichkeit haben, sich nochmal an die Parlamente zu wenden mit ihren Anliegen. Und es ist wirklich gelebtes Bürgerrecht und die Petitionsausschüsse machen eine ausgezeichnete Arbeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Chance nochmal hat, fernab jedes Formalismus, fernab von Gerichtsentscheidungen nochmal den direkten Weg ganz einfach zu finden. Und die Abgeordneten geben sich wirklich Mühe, auch diese Petitionen sehr ernst zu nehmen. Ich bin der Überzeugung, das Petitionsrecht muss modernisiert werden. Wir haben heute die Möglichkeit der Online-Petition, die gibt es in dieser Form im Bayerischen Landtag noch nicht, dass mehrere Menschen zusammen Unterschriften sammeln und dann so eine Online-Petition einbringen. Und deswegen haben wir und unterstützen wir auch, dass eine Anhörung zum Petitionswesen im Bayerischen Landtag stattfindet, wo wir überlegen, wie wir dieses Petitionswesen insgesamt verbessern können. Ob man das noch verbessern kann, bürgerfreundlicher machen kann, wie geht man mit dem Phänomen um, Massenpetition, die es inzwischen auch gibt. Ne? Wir haben ja das erlebt beim Flughafen. Also da soll es eine Anhörung geben. Das ist zunächst einmal, glaube ich, ganz vernünftig und man wird sehen, was rauskommt. Gibt es Defizite wirklich? Und wenn ja, kann man die vernünftig beheben. Ich glaube, das Petitionsrecht ist ein ganz wichtiges Recht. Natürlich gibt es die ein oder andere Petition, die vielleicht nicht zielführend ist. Aber ich glaube, dass jeder Bürger Bayerns diese Möglichkeit haben muss, die ihm von der Bayerischen Verfassung, vom Grundgesetz gegeben ist. Es ist eine wichtige Teilhabe des Bürgers am Staat. Wir meinen, die Petition hat sich bewährt. Wir haben auch immer wieder gute Korrekturen, gut gemeinter, aber vielleicht nicht sachgerechte Entscheidungen. Das Petitionsrecht muss bleiben, es ist wichtig. Auf jeden Fall. Wir sehen ja, es wird ja gigantisch in Bayern genutzt. Wir haben hier auch ein vorbildliches System, wo eben jeder Bürger Petitionen einbringen kann, die dann öffentlich behandelt werden. Jeder Bürger kann zu dieser Petitionssitzung kommen, hat hier auch ein Rederecht. Und wir sehen eben, dass es ganz vielfältig, ob im Petitionsausschuss oder auch in den einzelnen Fachausschüssen, dass es genutzt wird. Wir haben ja auch jetzt dann noch eine Expertenanhörung dazu, ob es noch weitere Verbesserungen, vielleicht Einsatz auch moderner Technologien, all diesen Dingen, ob es hier noch weitere Möglichkeiten gibt. Aber mir ist es wichtig, dass das weiterhin unseren Bürgern zur Verfügung steht.
Plenum TV Kontrovers, heute ganz aktuell. Der 1. April ist der Stichtag für die europäischen Milchbauern. Das bedeutet, da wird die Milchquote abgeschafft. Zu diesem Thema begrüße ich Dr. Leopold Herz von den Freien Wählern. Grüß Gott. Sie sind im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dementsprechend kennen Sie sich wunderbar aus mit der Milchquote als solches. 1984 wurde sie ja eingeführt und hat von Anfang an eigentlich nicht richtig funktioniert. Es ist jetzt eine lange Zeit her, wir sind ja jetzt im 31. Jahr und da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Ich sage, sie hätte funktioniert, wenn, und auf dieses Wenn können wir ja kurz eingehen. Es kamen dann nach 1984 immer wieder Perioden, da wurde aus politischen Gründen dann nachgebessert. Also zum Beispiel ging es mal um einen Automarkt, da ging es mit einer Zusammenarbeit mit Italien und die sagten dann, wenn wir etwas mehr Milch bekommen, dann können wir euch beim Automarkt entgegenkommen. Und damit wurde die Quote natürlich verwässert. Und das hat dazu geführt, wir hatten dann mehr Angebot als Nachfrage. Insofern war die Quote dann ein Stück auch wirkungslos, denn Sie müssen sich vorstellen, Sie haben jetzt den großen europäischen Milchtopf mit über 30 Millionen Tonnen. Und wenn Sie da jetzt ein paar Liter, ein paar Eimer reinschütten, wenn das so voll ist jetzt wie dieser Tisch und Sie schütten ein paar Eimer rein, dann läuft dieser Topf über. Und so muss man sich die Funktion einer Quote vorstellen. Solange dieser Topf gefüllt ist und den zu befriedigenden Markt abdecken kann, solange können Sie auch mit der Preispolitik hier mithalten. Aber weil es dann in der EU so gehalten wurde, dass man sich nicht an die vereinbarte Quote auch hielt. Es gab dann auch Kollegen, die haben überliefert. Das kommt dazu. Gell? Aber dafür gab es ja dann Strafzahlungen. Die gab es, aber es gab Länder wie Italien, da hat die Strafzahlungen der Staat übernommen. Und das ist natürlich eine bequeme Sache. In Deutschland mussten es wir Landwirte immer tun. Gell? Ja. Und das sind Dinge, die zu einer schlechten Quotendisziplin geführt haben. Und unterm Strich sehen wir es ja heute, sagen auch manche Berufskollegen, sie war wirkungslos. Aber eben aus diesen Gründen, weil man sich auch diese zunächst verschriebene Disziplin, die hat man dann nicht mehr eingehalten. Nun gut, jetzt wird sie ja abgeschafft am 1. April. 35.000 Milchbauern sind in Bayern davon betroffen. Wie sehen Sie denn dann vor allen Dingen für die kleineren Betriebe die Existenz, die weitere Existenz, wenn jetzt zum Beispiel der jährliche Rückgang bislang auf 4% war? Ja, ich spreche natürlich auch von meinem eigenen Betrieb. Da kann ich es ein bisschen erleben. Ich habe immer so 17, 18 Kühe gemolken und das sind natürlich Betriebe mit etwa 100.000 Quote, die sehe ich sehr gefährdet. Denn es ist eine Binsenweisheit zu wissen, dass der größere Betrieb die Kosten besser verteilen kann. Stichwort Kostendegression. Und ich habe neulich die Zahlen bekommen, ich komme aus dem Landkreis Oberallgäu, da haben wir jetzt im Durchschnitt etwa 26 Kühe pro Betrieb. Jetzt können Sie sich vorstellen, da haben wir auch Betriebe mit 50, 60, 70 Kühen und die gehen auch in den Durchschnitten mit rein. Gell? Das heißt, wir haben nach wie vor viele Betriebe im Landkreis Oberallgäu am Alpenrand, die unter 20 Kühe melken. Und diese Betriebe sehe ich sehr gefährdet, denn die können auch nicht in dem Ausmaß wachsen, wie das zum Beispiel ein Betrieb in Küstennähe machen kann. Der kann ja mit billigeren Kraftfutterkosten die Leistung wesentlich leichter erhöhen, wie ich jetzt am Alpenrand, wo kein Getreide wächst, wo ich das alles zukaufen muss. Und vor allem, weil hier doppelt gerade jetzt auch durch Biogas, durch das Biogas-Thema in den Nachbarlandkreisen, in den südlicheren Landkreisen, in den Alpenlandkreisen, die Nachfrage nach Fläche so groß ist, dass sie kaum an Fläche kommen. Also sind diese Betriebe im Wachstum sehr gefährdet. Und ich gehe davon aus, dass der Strukturwandel, Sie haben vorher, glaube ich, von 4% jährlichem Rückgang gesprochen, dass dieser Strukturwandel nach der Milchquote, nach dem 1. April, noch sich beschleunigen wird. Nun werden ja momentan 8,2 Milliarden Liter Milch in Bayern pro Jahr produziert, aber nur 4,7 Milliarden verbraucht. Eine kleine Rechnung, 3,5 Milliarden Liter Milch bleiben übrig, die könnte man doch exportieren. Jetzt ist der Weltmarkt offen,
Wie stehen Sie dazu? Zunächst mal, diese Zahlen relativieren sich. Sie haben jetzt von Bayern gesprochen, aber wenn wir die deutsche Bilanz hernehmen, da sind wir schon näher bei diesem 100% Selbstversorgungsgrad. Wir haben in Deutschland momentan etwa so 108, 109% Selbstversorgung. Also hier wäre eine Möglichkeit da, das auch im eigenen Land noch zu regeln, wenn man es politisch möchte. Aber auf Ihre Frage hin, Exportmöglichkeiten wären natürlich da in Russland. Wir kennen die Geschichte momentan, haben wir ja hier ein Embargo. Ich glaube aber, das wird sich wieder ergeben, denn auf lange Frist wird auch die russische Bevölkerung nach den guten Produkten aus Deutschland und Bayern wieder lautstärker rufen, wie das im Moment der Fall ist. Dann haben wir natürlich auch den großen chinesischen Markt. Dann haben wir Märkte im Nahost und natürlich auch weiter im Fernost. Und wir haben einen großen Markt, und das ist jetzt die große Frage, wo ich ja große Skepsis habe, am nordamerikanischen Markt. Da ist sicher eine große Möglichkeit, aber da haben wir Schwierigkeiten, das Ganze natürlich in Einklang zu bringen, aber das werden vielleicht später werden wir noch besprechen. Ja, weil Sie gerade Amerika ansprechen. Amerika ist doch einer der größten Exporteure für Milcherzeugnisse, genauso wie Australien und Neuseeland, wenn ich mich nicht täusche. Können wir denn da überhaupt noch in diesen Markt hinein? Wir fangen ja jetzt gerade erst damit an. Ja gut, diese TTIP-Verhandlungen hätten ja zum Ziel, dass wir uns gegenseitig neue Märkte erschließen. Gell? Das hieße, wenn die US-Amerikaner uns andere landwirtschaftliche Produkte liefern würden, könnten wir da sicher mit der Milch hin. Nur, da ist natürlich das große Problem, Sie kennen die Geschichte mit dem Hormonfleisch, gell? Was wir in Europa sehr kritisch sehen. Und ich denke, da sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Insgesamt ist eine Nachfrage da in Amerika, allerdings den Rohmilchkäse, den sehen Sie aus meiner Sicht ein bisschen überraschend skeptisch. Ich schätze aber, dass, wenn diese Produkte in Umlauf kommen, hier schon die Nachfrage steigt. Denn die beste Werbung ist ja die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn mir Ihnen einer erzählt, der Käse hat mir gut geschmeckt, dann wird der Nachbar sicher neugierig und möchte den vielleicht auch nachfragen. Gell? Mhm. Aber das hängt insgesamt sicherlich mit dem Ergebnis der TTIP-Verhandlungen ab, die ich, wie gesagt, sehr skeptisch sehe, diese Entwicklung. Was Sie es angesprochen haben, die Qualität ist ja bei den Verbrauchern sehr groß geschrieben. Es wird immer wichtiger, genauso wie auch die Regionalität. Wäre dies eine Möglichkeit für die Milchbauern? Ich glaube, Qualität nicht so sehr, denn was Qualität anbelangt, sind wir jetzt, glaube ich, schon am Ende der Fahnenstange. Die andere Seite ist die, was Sie angesprochen haben, die Regionalität. Da sehe ich noch große Chancen, und da müsste auch in Deutschland ein bisschen noch mehr der Lebensmitteleinzelhandel mitmachen. Das heißt, Sie appellieren eigentlich an die Verbraucher, an unsere Zuschauer, dass man mehr auf Regionalität setzt, weil man dann auch die Qualitätsansprüche, die man ja an sich selbst hat und auch an sein Essen hat, gewährleistet bekommt. Natürlich, das mache ich aber schon jahrelang. Ich bin ja schon lange in Ämtern beim Bauernverband und beim Bund Deutscher Milchviehhalter und was es alles so gibt. Aber das darf natürlich nicht der Appell unter den Berufskollegen verhallen. Gell? Verharren. Wir sind ja alles Verbraucher, und die große Masse der Verbraucher, ist meine langjährige Erfahrung, geht immer dahin, wo es billig ist. Und solange wir von diesem Denken nicht wegkommen, solange werden wir ja auch keinen Wandel bekommen. Und Regionalität ist eben nicht, ich sage jetzt einmal, zum Weltmarktpreis zu haben. Gell? Wenn Sie die Kuh auf einer Allgäuer Alpe sehen wollen, dann müssen Sie hier auch ein bisschen einen Preis dafür bezahlen, für entgegengesetzt die Massenware, ich sage jetzt mal aus Neuseeland, gell, wo ja bekannt ist, die haben billigere Produktionskosten, die brauchen keine Ställe bauen, nur notdürftige Unterkünfte, weil sie praktisch keinen Winter haben. Gell. Mhm. Aber mein Betrieb zum Beispiel, ich bin auf fast 1000 Meter Höhe. Jeder weiß, da ist eine gewisse Schneelast da, da haben wir höhere Kosten beim Bau, haben natürlich auch längere Stallhaltung, und das erhöht die Kostenstruktur. Gell? Und von daher werden wir hier nie wettbewerbsfähig werden. Dem Kunden muss diese Mehrbelastung, diese Mehrkosten, muss es wert sein, die Regionalität zu schützen. Herr Dr. Herz, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.